grüße euch. Ja, willkommen zurück auf Need for Speed World. Da ihr meine letzte Folge ja so geil gefeiert habt, mit meinem Ausraster, Ja, ne, hab ich mir gedacht, jo, ach komm, mach's weiter. So, gehen wir mal aus der Garage raus. Ja, wir wollen uns doch mal ein Rennen suchen. So, wie ihr merkt, ich habe auch eine Webcam, grüß euch. ich hab mir einfach gedacht, mal probier's doch mal gucken, wie das bei euch ankommt mit der Webcam. Also schreibt mir bitte unten in die Kommentarleiste, ja, Hashtag Viruscam, gut oder nicht gut. Ich fordere euch hiermit auf, ja, ist einfach mal Feedback abzugeben, nicht angucken, Daumen da lassen, alles super, tutti frutti, sondern gebt doch mal ordentliches Feedback ab. Ich würde mich drüber freuen, weil ihr seid es, weswegen ich YouTube mache, und ich bin dankbar dafür, dass einige von euch das noch zu schätzen wissen, was ich hier mache, und sagen auch mal zwischendurch, was Phase ist, und ja. Also ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, dass auch wenn jetzt irgendwie mal dieser Lademodus von Need for Speed World fertig ist, dass wir dann starten können, ne? So, und ihr könnt mir ja immer noch mal so einen Kommentar schreiben unter dem Video, mein neues Auto, mein neuer Style, was ihr davon haltet, was ich hier kredenzt habe da. So, gut, wir gucken doch jetzt erstmal, nee, das war das nicht. Dann gucken wir mal hier unter Nachrichten. Travis, komm schon. Ach, du nervst mich. Also, sie haben ihn auf dem Schirm. Aha. Alles klar, Kumpel. Ich glaube, das kennen wir auch. Hat echt jemand gesagt, die Cops? Ja, nicht schlecht, gebe ich zu. Okay, legen wir los. Leute, die Party. Mama. Kennen wir das alles schon? Nachricht wiederholen, hatten wir schon durch. Hat echt jemand gesagt, die Cops halten sich zurück? Niemals. Hab nicht mehr so viele gesehen, seit der große Streik war. Halt durch, Mann. Okay, alles klar. Aber das war jetzt vom letzten Rennen, ne? Alles klar, Kumpel. Die hast du im Sack. Aber wir müssen weitermachen. So, da. Also, sie haben ihn auf dem Schirm. Hey, spricht man vom Teufel? Hab gerade Spike gesagt, dass Cook und seine Truppe dich bemerkt haben. Wow, Risky Devil haben dich bemerkt. Schnell, schreib allen, die du kennst. Was soll's? Komm heute zu mir. Die Jungs chillen hier. Das wird eine tolle Nacht, wenn sie dann losfahren. Oh, also mir ist langweilig. Bis dann. Mann, er ist so nervig. Wie kommst du nur damit klar? Egal, wie ich schon sagte, du bist bei mir willkommen. Bis nachher. Okay. Wissen wir wieder einen, der viel Gas gibt. Okay, dann werden wir mal zu ihrer Halle juckeln. So, jetzt haben wir es aber Ort auf der Karte anzeigen, genau. Und dann teleportieren wir uns mal. Mal gucken, was wir direkt als erste Videoszene hier bekommen. Naja, Rollingen. Hasta la vista. Ey, don't worry, be happy now. Yeah! So. Ach, das sieht geil aus, oder? Tada! Ich finde das geil. Ich meine, das war ein richtig heißes Rennen. Hey! Hallo! Was geht? Jo, peace, Alter. Okay. Klar. Yo, was geht ab, Mann? Ach, du auch hier? Bock auf einen Trip? Ich hab eine neue Strecke, Downtown. Nein, hat er nicht. Unser Junge ist jetzt Street Drifter. Ist das wahr? Ja. Problem damit? Nee, ich suche nur einen Mitfahrer, das ist alles. Aber wenn hier was läuft, ist das in Ordnung, Mann? Passt schon. Warte! Hey. Oh, er ist eifersüchtig. Risky Devil stellt heute Nacht Ventura Bay auf den Kopf. Und wir werden dabei sein. Komm schon, Spike. Du kommst mit uns. Oder, Jungs? Yeah! Je mehr, desto besser, Kumpel. Komm schon. Ja, okay, wieso nicht? Jawohl! Ja. Es. Spikey ist ein Drifter. Yeah! Oh. Alles klar? Yeah! Was, Spikey? Also ein bisschen verstörend, wo er reinkam.
dass sie da saß. Der eine hatte den Kopf auf ihrem Schoß, ja. Und er ist gerade so ein bisschen auf, er will was Besseres, was Geileres aufbauen. Und ja, dass er so ein schön hübschen Gesicht und so, weißt du, weil er für die Frau was empfindet, hat man ja gemerkt, dass sie ihn dann wieder bereden muss. Das hat sie natürlich auch so ein bisschen auch versucht, dann runterzuspielen und bemerkt. So, ich finde es, ja, ich finde es nicht so toll, aber was will man machen? So, gut, das haben wir jetzt auch ab. So, was gehen wir mal gerade? Fahre die Events mit Amy. Ja, wollen wir machen? Nee. Wo war das? Nein. Events. Mission. Events. Ja, klein. Ich will das Kleine haben, sonst sehe ich nichts. So, das ist das, wo wir stehen. Was ist das? Spike Speed unterbiete Magnus neue Rekorde. Yeah, es ist auch wieder mittel. Hungrig wie ein Manticore. Okay. Aber guck mal, hier sind sie wieder in der Gruppe unterwegs hier. Alles klar. Was haben wir hier? Manu Style. Fahre entlang der Route und drifte im hohen Tempo und extremen Winkeln, um viele Driftpunkte zu erhalten. Zielpunktzahl, um zu gewinnen. Okay, ich weiß, wie das letzte Driftrennen ausfiel. Also wage ich mich erstmal vielleicht mal an Spike seinem... Nee. Ach, was mache ich denn für einen Quatsch hier, ey? Route löschen. Drauf, teleportieren. So machen wir das. So ist das schön. Ja. Auf los geht's los, ey. So, das Statur zurück. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier schießen kriegen, ey. Start. Raserei. Mach dich bereit, Mann. Es geht los. Ah, krass, Spikey Boy. So eine Scheiße auf der Straße. Oh. Oh, da kam der KI entgegen. Oh. Wir haben schon gebremst, aber irgendwie... Ich bin mit dem Handling von etwas mit Wollen noch nicht ganz so befasst, wenn ich denke. Weil es so ein bisschen wieder was anderes ist, als wenn man jetzt eine Crew spielt oder wenn man jetzt Grid Autosport spielt. Im Moment habe ich wieder ein bisschen angefangen, Grid Autosport zu spielen und ein oder andere Auto zusammenzufahren. Und da kommt dann mal noch was hinterher. Weil ich habe auch damals Karriere angefangen. Und ich will ja gucken, auch irgendwann mal wieder zu Ende bringen. Und im Moment habe ich auch einiges andere auch pausiert, weil ich mir einfach zu viele Projekte angeladen habe. Ich denke, ey, hör mal, ich mache Hobby, Alter, komm mal wieder ein bisschen runter. Und ich will es mir mit meiner Community nicht verscherzen, weil wir schon eine gute Gruppe haben. Und ich denke, Alter, da ist mir gerade so ein bisschen was abhanden gekommen oder ich habe was nicht mitbekommen. Und ich sage, ja, schalt mal einen Gang runter, lass mal ein, zwei Projekte sausen, nimm dir jetzt immer nur ein oder zwei Projekte vor. Ich hab das auch mit dem Nachbarn. So. In dem Sinne fand ich das einfach mal dann wichtig. Ja. Ich will aber schon nicht mehr gestreamt. Ich habe auch wieder Bock mal zu streamen jetzt demnächst. Ich habe auch angefangen, Dead Space 1 anfangen zu streamen, einfach mal, weil ich wieder Bock drauf hatte. Das ist schön alte Spiel. So, dann haben wir das auch im Sack jetzt hier. 247, 217, ey, wunderbar, Alter. War noch mal so saubere Runde, oder wie seht ihr das? Yes, yes, yo. So, überspringen, jawohl. So, Spike, ruf an.
Dahin kommt er schon. Ja, da war der BMW zu langsam. Was ist, Spike? Würdest du das anrufen? Alles klar. Dann hat nicht dauert das. Hey du, Risky Devil organisiert ein. Hey du, Risky Devil organisiert ein paar Läufe. Noch ist alles offen. Also triff dich mit ihnen. Sie wollen dich sehen. Das sagt doch schon was, oder? Wir treffen uns da draußen. Alles klar. Ja, nicht schlecht, gebe ich zu. Ja, nicht schlecht, gebe ich zu. Sporn ihn nicht so an. Er verbreitet Unruhe und stachelt die Leute nur auf. Hey, er hört mit. Wie du meinst, Travis. Das war die spannendste Sache hier seit langer Zeit. Bis auf diese Irren, die sich mit den Cops angelegt haben. Habt ihr gehört, was die neuerdings treiben? Ihr beiden habt alles auf den Kopf gestellt. Jeder jagt den Zeiten nach, die Magnus aufgestellt hat. Ihr habt einen neuen Trend gestartet. Eher eine neue Art, die Dinge zu tun. Hörst du das, Mann? Die Leute kopieren uns. Uns, Mann. Vorsicht, Spike. Du weißt nie, wohin das führt. Ganz nach oben. Oh, Spikey. Du überrascht einen immer wieder. Weißt du noch? Gut, ich muss dann mal los. Bis später. Bis dann, Travis. Okay. Wir sprechen später, Jungs. Lasst euch mal sehen. Peace. Bis dann. Ja, alles klar, Mann. Ich werde die Zeit von Magnus pulverisieren. Das war alles? Ich dachte, da kommt mal ein bisschen mehr um die Ecke. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir sehen deine Nachrichten nach. Travis, komm schon. Du willst mir sagen, dass du nichts weißt? Auf wie viele Arten soll ich denn sagen? Ich versteh's nicht. Irgendjemand muss was wissen. Es wären ja keine richtig guten, supergeheimen Untergrund-Outlaw-Typen, wenn sie jeder kennen würde, oder? Du hättest sie sehen sollen, Robs. Verrückt, Mann. Die Cops waren so drüber, die sind durchgeheizt und haben uns ignoriert. Dann habt ihr ja Glück gehabt. Na, komm zum Diner und chillt eine Runde. Manu sagte, er kommt dahin. Treffen wir uns dort. Alles klar, dann viel Spaß. Oh, du kommst nicht zu uns? Hab eine Reklamation von ein paar Felgen und will die Dinger nicht sehen. Macht's gut zusammen. Okay, ich fahr jetzt rüber. Wir sehen uns da. Ja, wollen wir jetzt Rennen fahren oder wollen wir uns beim Diner treffen? Vielleicht gibt es Neuigkeiten. Ja gut, dann gehen wir mal zum Diner. Bin ja mal gespannt. Merkwürdig, dass er denn mitmachen will. Ein paar Felgen, die ihm nicht passen. Also ich kaufe mir doch, ich kaufe mir nichts, wo ich keinen Bock drauf habe. Oder seht ihr das anders? Merkwürdig, ein bisschen komischer Kerl. Aber okay, so, wir sind jetzt beim Diner. So, darf ich jetzt mal Taste drücken? Jawohl, so. Yo, fährt vor die Wand. Mann, ich dachte wirklich, die würden dich schnappen, Spike. Es war krass. Wir erreichen die Kreuzung und diese Typen kommen mit diesen lahmen Karren und die Bullen gleich hinter ihnen, Mann. Ah, ich mach's wie Travis bei sowas, okay? Kurz rüber, bezahlen, peace out. Nachprüfungen kann man online machen. Ja, ein Ticket, kein Problem. Mehrere vergehen? Das kostet schon mehr Geld. Stimmt, aber du schaffst es gegen die Cops, wenn du weißt wie. Fährst du eine Ranzkiste wie der Typ, rauf auf den Parkplatz und du bist weg. Bist du irre? Ghetto Bird findet dich in Sekunden. Als nächstes haben sie dich in den 10 Uhr News mit einem Foto, das sagt Sorry, Mama. Genau so. Diese Cop-Magneten machen uns das Leben schwer. Bleib einfach raus aus Downtown, ich sag's dir. Ja. Noch nie Bock gehabt auf ein Rennen? Nur mal sehen, was so geht? Nicht wirklich. Yo, Kumpel. Mit welchen Crews fährst du eigentlich Rennen, ha? Gibt's Vorstrafen, die wir kennen Ganz sollten? Ganz locker, Mann. Entspann dich, diese Typen findest du nicht. Die finden dich. Die sehen aus, als fahren sie mit Dads Wagen. Und dann... versägen die dich und verschwinden in die Nacht. Was soll mir das jetzt sagen? Sollen wir vorsichtig sein oder was? Sehr tolle Unterhaltung. Wir haben nicht mal irgendwie was dazu sagen dürfen. Okay, wir waren jetzt wir, aber. Ey, what the fuck? Was ist das nicht mehr ganz krank mit den Leuten?
So, Whiskey Devil organisiert. Okay, dann machen wir jetzt so Whiskey Devil. So, It's a Dynamite. Robin Crew gewinne Event mit Whiskey Devil. Manu-Style gewinne die von Manu auf dem Drift-Event. Ja, ja, komm, gehen wir nochmal driften, regen wir uns nochmal auf hier. Manu soll ja nicht zu kurz kommen. Man soll auch denken, dass wir nicht nur auf Spike seiner Seite sind, sondern auch auf Manu seiner Seite. Sonst, wir können es keinem recht machen, weil irgendwie alle wollen ihren Ruhm drauf schöpfen. Ja, okay, interessant. Ja, das ist schwer dann, sich da so ein bisschen zu teilen und Driftversuch, gut, bin mal gespannt. 38.000, sieht mir aus, wir müssten 30.000, 36.000 zusammen Punkte machen oder irgendwie sowas. Okay, alles klar. Bin mal gespannt. Schwer. Driften, das ist bei mir immer so eine Sache. Na, Hauptsache, wir kriegen irgendwie Punkte zusammen. Na, fahr doch, du Pisser! Oh, ey, es gibt's nicht, ey. Diese Bots, ne? Ganz ehrlich, ey. Voll die Knalldödels. Ah, die Punkte zählen, das ist schon mal gut. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht ganz schnell unterwegs bin, aber... So, hör mal, ich will die 30.000 schon zusammenkriegen. Ah, komm rum! Schöne Kurve und ich drifte nicht. Ah, sehr schön. Ah. Ach, Kacke, Mann. Punkte vergeigt. Wie viel muss man denn hier driften? What the fuck? Nix. Joi. Links, rechts. Jawohl, haben wir geschlagen. Aber sehr gut, ey. So. Sehr schön. Erster war ja in dem Punkt scheißegal. Wir mussten ja einfach nur die Erfolg. So. Mann, ich bin die Läufe nacheinander gefahren. War insgesamt ganz gut, bis auf ein paar knappe Situationen mit den Kopf. Ja, ja. Gib ordentlich Gas, wir sprechen uns später. Alles klar, Leute. Ach, Kacke, hier geht's gar nicht rein. So, fahren wir mal wieder zurück. Ah, da konnte die Kurve ja doch schneller kriegen, als ich dachte. Ja, wir müssten ja sowieso gegen die... Scheiße. Weißt du, in dem Punkt war ich jetzt nicht unschlüssig. Wie fahre ich jetzt? Fahre ich jetzt links? Fahre ich jetzt rechts? Lass die Ampel stehen. Die anderen wollen auch noch. Wow. Ach, Virus, du fährst aber wie ein Affe, ey. Wo kommt der denn jetzt weg? Holz Maul!
Ich hätte Motor aufstellen sollen. Scheiße. Da war doch was. Ich hätte den Motor aufstellen sollen. Ah, da steht ja einer. Wo kommt der denn auf einmal weg? Wo die? Das ist ja wie ein Fußbild. Geh doch mal weg, du Arsch. Okay. Haben wir Glück gehabt oder nicht? Wir stehen jetzt hier hinter, könnten Sie uns kaum sehen hinter den Kabeltrommeln. So. Weiß ich, haben wir das jetzt? Haben wir es nicht? Überwinde zwei Straßensperren in einer Verfolgung und entkomme. Du musst wissen, welche Straßensperre du durchbrechen kannst. Und wie du durchkommst. Bis dahin gehst du auf Risiko. Rase durch zwei Straßensperren in einer einzigen Verfolgung und entkomme. Wir hören zu. Aha. Ja, ich denke mal, wir sind die losgeworden, weil mir wird ja nichts mehr angezeigt jetzt hier. Also können wir uns auch ans nächste Rennen wagen oder sowas. So, das ist jetzt Spike Magnus neue Rekorde. Nee, komm, wir machen jetzt nochmal was für Manu, den armen Kerl. Whiskey Devil, das ist das doch hier, ne? Neue Stadt Mittel, was ist das? Belohnung? Rundkursrennen. Sollen wir was machen? Komm, machen wir was. Machen wir was? Rundkursrennen, hat da auch mal was? Jawohl! Wow, what the, what the? Waka waka, hee, hui! Alles klar. Da hört schon wieder die Sirene, Mann. Die Neuen in der Stadt, bezwinge Eddie's Challenge. Lauf 1. Eddie's Challenge beginnt. Und ich habe hier Eddie persönlich. Willkommen, Eddie. Danke. Also, erster Lauf, erste Fahrer. Was sagst du? Die sind alle erledigt. Tja, okay. Keine Chance? Genau. Die sind fertig. Okay, das war Eddie. Ein Mann weniger, aber präziser Worte. Und jetzt, viel Glück da draußen. War das jetzt eine Nachrichtensprecherin oder was, ey? Ah! Alter, was ist das denn für eine verfickte Kante, ey? Jo. Na, wer denkt sich aber. Oh, das ist definitiv ein Programmierfehler, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst, ey? Das war aber mal fetten Bullshit. Wieder weg hier, ey. Also. Wow, 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 das war knapp jetzt. Geiler, wenn er zu viel driftet, Alter, da steht dann halt. Man muss halt noch einen gewissen passenden Winkel haben. Sonst kannst du das knicken, ey. Oh, so schlecht war das jetzt mal nicht, würde ich sagen. Eieieiei, da haben wir schon wieder so einen Straßenköter, ey. Nein. Hallo, rechts rum. Ich bieg eine zu früh ab. Ah! Gut, das war nicht drauf. Nur mal so ein bisschen Abstand bringen, ey. What the fuck?
Jawohl, Baby, so geht das. Keine Chance, Hammer. Null, ey, aber never nothing, ey. Boah, scheiße, Mann, da bin ich da noch falsch abgebogen, ey. Uiuiui. Ja gut, dass der Wagen da so eine gute Bremse hat. Melissa nochmal. Die ersten Verlierer sind raus und wir sind weiter. Die Daten fürs nächste Event sind da. Also check deine Apps. Jawohl, machen wir doch. So, ich wollte eben kurz abwarten, ob die Cops jetzt weg sind. Warte mal, schenk deine Mails. Musst wissen, hey, du bist... Ey, okay, alles klar, Kumpel, bla 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 bla, bla 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 bla. Hey, nicht schlecht, gib nicht, gebe ich zu. Okay, so. Wollen wir mal gucken. Hm, was tun wir uns jetzt als nächstes aus? Ja, ist überall hast du hier Rennen. Aber was gehört jetzt, so, jetzt müssen wir erstmal gucken. Macht leicht. Was haben wir das gemacht? Ich weiß gar nicht mehr, was, weil das hier so ein bisschen blöde programmiert wurde. Wenn man nicht weiß, was hast du jetzt gefahren, was hast du nicht gefahren. Komm, wir nehmen jetzt einfach mal Zeitfahren von. Was war das jetzt hier? Grün, grün war von Spike. Komm. Machen wir das mal weg. Dann läuft das wenigstens, ja. Ich gucke immer darüber, obwohl ich hier die Kamera und hier das Mikrofon habe. Ich gucke aber immer, im Teamspeak ist immer, läuft die Aufnahme noch. Ja, guck dann auf mein Handy, wie spät das ist. So, okay. Hä? Moment. Bleib im Startbereich. Wende, um das Event zu starten. Bleiben. Ja, ja. Lief gerade eine Zeit ab. Keine Ahnung, was die von mir wollen jetzt hier. Ach, ich hätte direkt starten müssen. Okay, darauf haben wir hingearbeitet. Brichst dein Rekord. Ja, komm. Alles klar. Oh, was zum Geier. Nee. Alter, wer denkt sich denn so ein Scheiß aus, ey? Da ist so, genau da ist so eine Kante. Hier, ey. Weißt du, also, Straßenbau ist manchmal, irgendwo sind unnötige Schilder und irgendwelche Zäune, die da nirgends, besonders bei The Crew sieht man das. Da sind Zäune, wo die gar nicht hingehören. Total schwachsinnig, ey. Total dumm programmiert. Entweder mache ich einen durchgehenden Zaun oder lass den ganzen Kokolores, ey. Also. Naja, wir sollen jetzt hier in Rekord. Da geht's dann aber mal ganz scharf links. Kleines zickiges Skyline-chen, du. Aber so ein Auto mal im echten haben, da geht ein Traum für mich in Erfüllung. Ich liebe dieses Auto einfach. Das ist einfach mein Traumcar. Weil er geil aussieht, der geile Sound, einfach, das ist für mich ein Auto. Du bist eine Scheißkarre. Ich bremse noch und du kommst nicht rum. Du hast doch was verpennt in deinem Leben. Zum Kotzen, komm rum. Du bist doch, willst mich verarschen, oder? Willst du mich echt... Ich dieses Auto hasse, ey. Ich liebe es auf der einen Art und Weise. Aber so das Ding zu Klump fahren, weil... Ey, nee, das geht mir mal gar nicht, ey. Das kotzt mich an.
das war jetzt aber echt scheiße da, ey. Ich muss auf die Straße gucken, in der blauen Linie und dann unten. Ja, dann komm doch rum um die Kurve, du dumme Sau! Ach, du blöde Bitch, ey! Wer denkt sich denn so ein Schwachsinn aus hier? Dann hier rum, dann da rum. Zweimal so ein Kack, ey. Muss das sein? Mal ganz ehrlich. Das ist doch nicht rekordwürdig, das ist doch einfach Reifen. Ja, du. Ey, wie behindert ist die blaue Linie? Gut, Mann. Ja, eigentlich ist das eine easy peasy Strecke. Muss ja aber nur Gas geben. Ja. Rum. Ja, Hammer. Hammer im Sack, Hammer. Hammer im Sack. War zwar noch knapp mit den zwei Unfällen da, aber wir haben es doch noch irgendwie gepackt, ey. Oh, ja, 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 ja. Halt an. Na, wo bleibt er? So, Spike. Okay, okay. Ist schon gut, aber nicht so, wie er es gemacht. Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro. Hey, die Leute reden. Machen's dir nach. Aber ich finde, wenn du wirklich Eindruck machen willst, dann mach's wie er. Mit einem Wagen unter 250, das alles. Na gut, du willst es so, du kriegst es. Mann, du raffst es nicht. Ich halt zu dir. Ja, klar, verstehe. Vergiss es einfach. Ich ruf dich später an. Ja, bis später. Yo, glaubst du das? Die wollen uns fertig machen. Das, was wir geschafft haben. Die wollen unter 250, kriegen sie. Keine Ahnung, was mit dir ist, aber ich fahr den Lauf nochmal und zeig's denen. Bis später, Mann.